1986, das Jahr des Heavy Metal. Nie waren deutsche Bands so erfolgreich, nie waren so viele Tausende von verzückten Heavy Metal Fans auf den Konzerten und kauften die Platten ihrer Stars. Aber was passiert hier? Begeisterung bis zur Ekstase? Sind das nur Verrückte oder sind sie gar gefährlich? Oder ist es am Ende doch nur ein völlig harmloses Feierabendvergnügen? Absteigen in den Untergrund. Hier geht es in den Proberaum von Warlock. Eine Band aus Düsseldorf, vor ein paar Jahren noch eine Schülerband und gänzlich unbekannt. Heute gehört sie zur Spitze des deutschen Heavy Metal. Wir haben sie besucht, nicht nur um Musik zu hören, sondern auch um zu erfahren, was da eigentlich los ist im Heavy Metal. Stählernes Herz, was soll das heißen? Die Symbole der Band sind so widersprüchlich wie die Szene selbst. Jedoch, bei allem steht Brutalität im Vordergrund. Keine Heavy-Metal-Platte ohne ekelhafte Fratzen auf dem Cover und in den Songs geht es wohl ähnlich rüde zu. Wie wichtig ist für dich jetzt ein aggressives, brutales Lied? Ist sehr wichtig, weil ich meine, das ist eben, das zeichnet den Heavy Metal aus, dass du dich eben voll ausleben kannst, deine ganzen Aggressionen, Depressionen, Frustrationen. Ne? Gibt es da Grenzbereiche für dich, wo du sagen würdest, das geht mir zu weit oder das verstößt irgendwie gegen Geschmack? Eigentlich nicht. Natürlich gibt es Grenzbereiche, wenn es also in Kriminalität oder Brutalität eben so abwandert, aber sonst finde ich, das ist eben das Merkmal von Heavy Metal, dass es absolut keine Grenzen gibt, ne? Und das finde ich so gut. Glaubst du, was vermittelt dann eben den Leuten jetzt die Musik und auch die Symbolik, auch die Monster und alles, was dazugehört? Das sind zum Beispiel diese ganzen Fantasien und Aggressionen, die man ausleben kann, ne? Und meistens das Heavy-Metal-Publikum ist unheimlich frustriert. Also die meisten Leute haben eben keine Lehrstelle oder keine Arbeit oder sonst irgendwelche Ziele. Und das einzigste Ziel ist dann eben die Gruppe oder Heavy-Metal-Musik oder überhaupt auch in der Gemeinschaft zu sein mit Heavy-Metal-Fans, mit anderen Leuten zu reden darüber. Und stimmt das, was Doro Pesch da behauptet? Oder ist das alles vielleicht ganz anders? Wie sind sie wirklich, die Heavy Metal Fans? Wir sind in Bamberg beim Heavy Metal World Fan Club. Man trifft sich zu einem Fest, ist unter sich. Artig geht es bei der Begrüßung zu, mit Handschlag. Der Club hat seine Regeln. Wer zu spät kommt, zahlt in die Kasse. Begrüßungen fallen manchmal sehr herzlich aus, aber mit Brutalität und Gewalt hat das nichts zu tun. Man trifft sich zweimal die Woche, befreundete Clubs schließen sich an. Hier werden Freundschaften geschlossen und Unternehmungen geplant. Der Fanclub ist eine Gemeinschaft und die Jacken sind die Uniform. Sie zeigen ein bisschen, wie stark sie sind. Mut ist gefragt. Und wem das hier zu kalt ist, der bekommt eine Bierdusche verpasst. All das geschieht hier in Bamberg unter der Aufsicht des Sensenmanns, der die Heavy Metal World umschlingt. Wenn wir die Musik hören, dann wissen wir genau, wir sind auch klicken zusammen. Ich kann genau wissen, der oder der oder der hört Heavy Metal und wir können halt einfach zusammen. Das ist für uns die Weltanschauung. Eine eigene Gemeinschaft. Wir sind halt ganz einfach so verrufen, dass wir irgendwie zusammenhalten müssen. Sie gebärden sich wild und verrucht und fühlen sich wohl in der Gemeinschaft. Also unser Fanclub
speziell jetzt für Bamberg versucht, in anderen Städten Partnerclubs zu gründen, mit demselben Abzeichen und praktisch zu beweisen, dass halt alle Heavy-Metal-Fans zusammenhalten und dass man im Grund eigentlich irgendwie als Gemeinschaft eine Weltanschauung Heavy-Metal betrachten. Die Vereinigung der ganzen Welt. Genau. Heavy-Metal all over the world. Nicht nur im kleinen Bamberg. Doch das Höllenfeuer wird nicht entfacht. Diese Verruchtheit ist vor allem eine Fassade, um andere zu erschrecken und selbst das Monster darzustellen. Das macht Spaß, den alten Kindheitstraum zu verwirklichen, sich dort zu treffen, wo die wilden Kerle wohnen. Das Ganze ist ein Spiel, die Freude am Schocken. Ussi ist so einer aus dieser Schreckenstruppe. Er ist 18 Jahre alt und Auszubildender in einem Schlachthof. Dort arbeitet er in der Buchhaltung. Er hat einen ganz normalen 8-Stunden-Tag und addiert von morgens bis abends die Umsatzzahlen seines Betriebes. Mir macht die Arbeit Spaß und die Arbeit, ich komme auch damit zurecht und so. Und mir gefällt es halt, was ich da mache und so. Das habe ich mir schon irgendwie so vorgestellt. Ich brauche die Musik nicht unbedingt da als Ausgleich. Ich höre halt die Musik, weil mir gefällt und nicht, weil ich mir irgendwie da abreagieren muss oder was, wegen der Arbeit. Noch einer, Scotty, 17 Jahre alt und ein echter Schwermetaller. Er arbeitet als Rangierer bei der Deutschen Bundesbahn. Nicht gerade ein Traumjob, aber er ist froh, dass er überhaupt etwas bekommen hat. Scotty ist trotz der Monotonie zufrieden, weil er draußen an der frischen Luft arbeiten kann und nicht in einem Büro sitzen muss. Ich bin sau zufrieden damit, weil wenn du auf der Lok bist, so kommst du überall nach. Ne? Du bist einmal in Burg Ebro, ne? Da bist du mal in Schlüsselfeld. Also schon ein schöner Job, abwechslungsreise. So wie Scotty haben übrigens alle vom Bamberger Heavy Metal Club ihre Jobs. Kfz-Mechaniker, Elektroinstallateure, Konditor, Maurer, Gärtnerin. Aber wie wird bloß aus einem ganz von normalen Alltagssorgen geplagtem Azubi ein solch blutrünstiger Heavy Metal Fan, ein furchteinflößender Freak? Warlock rollt an. Für sie ist es nur ein Konzert von vielen auf ihrer großen Deutschland-Tournee. Alltagsroutine, das Touren gehört zum Geschäft. Für sie, die Fans, ist das Monsters of Rock Festival der Höhepunkt des Jahres. Sie sind alle gekommen, um die Creme des Heavy Metal live zu erleben. Dafür haben selbst die berüchtigten Heavy Metal Piraten ihr Schiff verlassen. Sie nehmen kalte Füße, ein unbequemes Schlaflager in Kauf. Ganze Kerle, die vor nichts zurückschrecken. Erst recht nicht vor einem Glas Bier. Unsere Freunde vom Bamberger Heavy Metal World Fanclub dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Und selbstverständlich in ihrem feinsten Sonntagsputz, ihren Kutten, ihren Uniformen. Man muss ja zeigen, wer man ist.
Doro Pesch stürmt die Bühne, die Hölle bricht los. Was gibt es nicht alles für Schauermärchen? Zum Beispiel von einem Fan, der Ozzy Osbournes Aufforderung allzu wörtlich nahm und seinem Leben ein Ende setzte. Oder von zwei Judas Priest-Liebhabern, die nach fünfstündigem Hörgenuss zum gleichen Entschluss kamen. Killing is my business and business is good. So lautet ein Spruch von den Trash-Metallern Megadeth. Töten ist mein Geschäft und das Geschäft läuft gut. Aber mit dem, was sich tatsächlich abspielt, hat das nichts zu tun. Keine Teufelsbeschwörungen, kein Fan, der zum blutrünstigen Monster mutiert. Im Gegenteil, kein Tropfen Blut fließt. Die Kultsymbole haben keine Bedeutung. Sie sind höchstens Abschreckung gegenüber Andersgesinnten oder Verdammten. Und von wegen arbeitslose, frustrierte Jugendliche, die sich, wenn man Doro glauben darf, in eine brutale Fantasiewelt flüchten. Was zählt, ist das Gemeinschaftsgefühl, ist die Musik. Gemeinsam Dampf ablassen zu lauten, aggressiven Klängen. Der Alltagsmist wird aus dem Kopf geschüttelt und die Begeisterung steigert sich bis zur Massenextase. Teufelsaustreibungen sind nicht nötig. Und an die geistige Gesundheit geht es nur nach allzu viel Headbanging oder Alkohol. Und da fällt man schon mal in Ohnmacht, so wahr wie Schall. Da. Nur ein paar Güte da.